Ja, und so will ich herzlich willkommen vom Qualifying 1 live und ja, bei MotoGP mit Kamera diesmal. ja, wir sehen es, 2 Zehntel bin ich hinten. Ja, war ganz knapp, ich hätte sollen ein bisschen mehr einstellen von der Zeit her. Ich bin jetzt nur mal eine Runde schnell gefahren, jetzt hätte ich aber noch eine zweite braucht. Aber gut, so ist es halt. Falsches Timing hier bei Aprilia. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Ja, ich muss mir glaube ich eine neue Kamera zulegen. Irgendwie stimmt das Bild und Ton nicht ganz überein. Hallo aus Malaysia an alle Rennsportfans. Hallo Eddie, mal als Erster. In wenigen Minuten werden die Fahrer ihre Startpositionen einnehmen und letzte Vorbereitungen für den Start des MotoGP-Rennens treffen. Zwar ist die Wolkendecke aufgerissen, aber der Asphalt ist immer noch nass. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Piloten mit Regenreifen starten werden. So schaut's aus. Ja, und wir können auch noch immer nichts einstellen, glaube ich, auch wenn es nasse Strecke gibt, aber wir schauen trotzdem nochmal rein. Wer weiß. Reifen nass, ja, leider nicht. Und gerade deswegen werde ich mal, glaube ich, wieder mal Superbike Generations, glaube ich, zulegen in Zukunft. Jo. Dann gehen wir mal zum Rennen. Ich hoffe, die Kamera verdeckt da oben nichts. Marquez, Lorenzo, Rossi, Dovizioso, Iannone, Pedrosa. Ja, wir ein bisschen weiter hinten heute. Und die Fahrer wissen, dass all ihre harte Arbeit. Sorry, falls da links jetzt irgendwas einblendet, also verdeckt. Ich weiß gerade nicht auswendig. Ich wollte die Kamera gerade eigentlich gar nicht aktivieren, aber fürs nächste Mal werden wir es dann woanders positionieren. Damals läutet aber leicht durch, glaube ich. Runde 1 von 7, ich kann es euch ja durchsagen. Oder ihr zählt es mit. Ja, wieder mal nasse Strecke, wir konnten nichts ändern. Ja, sorry, Manfred, ich habe die ja, Setup wieder vergessen, ein bisschen weicher zu stellen. Aber es trocknet eh auf, also von dem her ist ja nicht ein reines Regenrennen. Ja, ein bisschen weitere Bremswege. Hier in Malaysia. Vorsichtig hier rantasten. Na, von Quali noch auf Traktion 4. Erstens wegen Verbrauch und zweitens wegen Wegrutschen. Das lassen wir mal ganz oben. Da gehen wir mal auf Nummer sicher. Noch sind wir hier auf der 13. Position. Ich sage euch einfach dann bei der Start und Ziel immer die Runden. Welche Runde von wo wir sind. Weil da gerade mein Bild ein bisschen eingeblendet oder überblendet ist. Schön hier gegen Crutchlow. Ich verstehe es nicht. Wo habe ich denn da gebremst? Ich habe doch extra geschaut, dass ich wieder hier vorne schon bremse. Und trotzdem rutsche ich hier um einiges weiter wie die anderen, obwohl ich, ja, die haben ja auch nicht viel. Ja, irgendwie zieht meine Bremse nicht so hundertprozentig, will ich meinen. Obwohl ich gleich gebremst habe, wie, wer war es da hinten? Folger? Smith? Ja, noch keine Practice-Runde, deswegen... eine nur. Einfach zu wenig Zeit zum Üben, leider. Aber jetzt soll es hoffentlich passen. Dabei habe ich eh so vorsichtig gebremst. Naja.
Marquez hier nicht so ganz vorne dabei anscheinend. Oh. Die Maschine von Jonas Folger fürs nächste Jahr und von na, wie heißt er? Jetzt ist mir der Name wieder entfallen. Aber mir fällt noch ein, mir fällt noch ein. Johann Zarco und Jonas Folger im Tech3-Team. Ja, jetzt ist mir eingefallen. Ja, da werden fahren nicht so einfach. Warum nicht daraus, nicht daraus. Miss hier, ja, der zukünftige Red Bull KTM-Pilot mit Espargaro hier, haben wir auch gleichzeitig. Ja, die haben auf jeden Fall schon mal beide Erfahrungen. Ob sie jetzt die schnellsten sind, weiß man nicht genau, aber sind gute Piloten auf jeden Fall. Und eigentlich nicht so eine schlechte Wahl für Red Bull, würde ich sagen, was es halt am Fahrermarkt so gibt. Glaube ich, sind es da nicht so schlecht jetzt aufgestellt. Mir wundert nur, dass Tech 3 da zwei komplett neue Fahrer aus der Moto 2 nimmt. Das wundert mich ein bisschen. Aber bitte. So, ihr Dovizioso zieht dann Iannone vorbei auf der Geraden. Das ist wahrscheinlich besser rausgekommen, denn ja, haben wir beide eine Ducati, also warum sollte er da schneller sein? Ja, und wir hier mit dabei mit unserer Brille, aber warten mal ab. Was uns noch blüht, aber der Hinterreifen schaut noch eigentlich ganz okay aus. Das sollte sich ausgehen. So, Runde 3 von 7 sind wir, nur zur Info. Sorry, habe ich ja gesagt, sage ich auch immer. Also für das, dass ich eigentlich null geübt habe, nur die eine Qualifying-Runde jetzt gefahren bin, bin ich gar nicht so schlecht unterwegs. Für dich einmal zumindest auf P7 hier. Oh, ganz vorne, ich glaube, das sind die zwei Yamahas mit, das habe ich jetzt gar nicht zum Radar gehabt, mit Rossi und Lorenzo, glaube ich. Na, Lorenzo Ducati, auf das ist auch jeder gespannt, gleich aufs erste Rennen, glaube ich. In einer Woche geht's los, Freunde. Ja, der Superbike, wie es auch der Iceman schon richtig geschrieben hat. Oder was der Iceman? Ich weiß es gar nicht. Oder was der Manfred auch. Jonathan Rader schon viermal gewonnen, das ist natürlich ein bisschen hui. Na, könnte eintönig werden, wenn es so weitergeht. Aus seiner Kawasaki, der Meister vom Vorjahr. Das wäre schade, wo ich jetzt gerade ein bisschen intensiver Superbike wieder geschaut habe. Also die ersten vier Rennen zumindest. Wo eben weil Stefan Bradl mit dabei ist und der hat hui leider Probleme, im zweiten Rennen sogar gestürzt. Sein Teamkollege im zweiten Rennen sogar Siebter geworden, Nicky Hayden im zweiten Lauf. In Thailand sind sie sogar gefahren, die Strecke kenne ich gar nicht. Und da war dabei im Sturz, ziemlich am Anfang glaube ich, glaube ich sogar ganz knapp hinter Hayden, also hätte können durchaus Achter werden, Top 10 Platzierung wäre drin gewesen für Bradl. Wir denken natürlich auch an den Langstreckenpiloten, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, das ist gerade nur spontan eingefallen, der da bei Tests, glaube ich, verunglückt ist und ja, leider verstorben ist. Das kann natürlich leider immer wieder passieren. Habe es noch vor ein paar Tagen auf Facebook gelesen. So, wir sind eigentlich ganz entspannt auf P7 hinter den beiden Ducatis noch momentan unterwegs. Runde 4 haben wir von 7 zur Info, falls man es oben nicht lesen kann. Mir ist das Bild zwar ein bisschen transparent, aber ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Und sorry noch einmal, dass es nicht ganz synchron ist mit der Stimme.
Das habe ich noch nicht hinbekommen. Ja, dann müssten wir eben die Tonspur extra aufnehmen und verarbeiten und was weiß ich. Ich nehme hier nur auf und lade das gleich direkt hoch. Das ist... Da kann man einfach so viel Zeit damit sparen. Die meisten Zeit spart man natürlich, wenn man gleich einen Livestream generell macht, egal bei welchem Spiel jetzt. Dann geht das gleich in einem. Man spielt einfach nur, lädt hoch. Oder das macht es eigentlich automatisch. Ja, und braucht dann nur mal das Thumbnail machen und die Beschriftung vielleicht und das war's vom Video. So, jetzt beginnt Runde 5 jetzt zur Info von 7. Da haben wir fast ein bisschen früh gebremst. Wird aber besser hier ein bisschen zu früh als ein bisschen zu spät. Ja, wir haben ungefähr den gleichen Speed wie die Ducatis aktuell. Reifen schaut noch okay aus, da wollen wir uns keine Sorgen machen, glaube ich. Wir lassen alles so wie es ist. Traktion auf 4, auch wenn der Reifen ein bisschen warm ist hinten. So sind wir gerade relativ komfortabel unterwegs, würde ich sagen. Und schauen wir in der Schlussphase, die Kribbel ein bisschen aufdreht von hinten. Marke sogar hinter uns, oder wie? Habe ich es richtig gelesen? Wow, oh, oh, oh. Das ist für die WM nicht ganz so geil für ihn. Ah, jetzt haben wir Schwung verloren. Da kommt schon Espargaro von hinten nämlich. Mit der Jonas Folgermaschine. Auf den bin ich auch sehr gespannt, oder auf beide. Das ganze Team. Tech-Tor. Schön rausfahren. Da kommen wir schon auch die Dovizioso nicht gut rausgekommen, aber hier habe ich schon einen Fehler gemacht, da gehe ich jetzt nicht auf Risiko. Da kommt Espargaro von hinten. Ach du Scheiße. Ja, aber der schließt hier auf, weil die Ducati sind auch nicht viel schneller geworden. Ich bin noch hinter ihnen und er kommt schon ran hier. So, wir werden uns mal hier an die 150er Tafel annähern beim Bremsen. Ja, das ist ganz gut. Ich glaube eher so die berühmten 160, wenn es von ganz schnell auf Haarnadel oder so ähnliche Dinge geht, dann bremst man da eher so bei 160 Metern. Jetzt ganz grob gesagt nur. In Runde 6 von 7 zur Info. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt ein geiler Grand Prix hier. Der macht Fun. Ziemlich realistisch, keine großen Schwächen bei der Kirche irgendwo zu entdecken. Oder liegt es auch nur daran, dass wir hier auf einer abtrockneten Strecke fahren? Ich weiß es nicht. Aber das Rennen macht gerade richtig Spaß. Hier könnte man schon wieder... Also wenn es so weitergeht, würde ich hier auch durchaus wieder ein 100% Rennen locker fahren können und wollen. Ja, ist richtig geil gerade ist hier hinter den beiden Ducatis. Mal schauen, wie sie dann über die Runden die Reifen eventuell entwickeln würden. So, zur Info für euch, wir sind leider schon in der letzten Runde.
ich fahre jetzt ganz normal mein Tempo weiter, dass ich auch die letzten paar Runden gefahren bin. Keine Experimente. Ich bin die letzten Rennen eh schon oft genug gestürzt und so. Gut, in der ersten Runde oder zweiten Runde, das war ein kleines Hoppala. Dachte, ich habe eh eigentlich fast schon zu früh gebremst und dann waren wir doch zu weit irgendwie. Reifen top eigentlich, Reifen top hier wieder. So, solche Unterschiede, dann wieder mal Reifen komplett weg. Jetzt haben wir hier noch 80% vom Gummi drauf. Ja, und Iannone fightet hier gegen Dovizioso. Oh, da springt er drüber. Da haben sie sich gegenseitig. Ah, geht sich nicht mehr aus. Schade, wir mit unserer Brille. Da schießen wir noch vorbei hier. Aber jetzt hätten wir können beim Anbremsen hier einen Angriff wagen, dass sie Probleme gehabt haben, gerade beim Rausfahren aus der letzten Kurve. Aber gut. Mit einer 1, ja, mit den Zeiten sind wir noch dabei bei den Ducatis, das passt. Iannone aber sogar nicht, ja. Okay, Lorenzo 2013, sensationell gut. Rossi hat er sogar auf 1,8 hier auf die Plätze verwiesen. Wie Maverick Vinales auch auf 3, aber mit seiner guten dritten Position, Maverick Vinales. Pedrosa gut auf 4. Er mag es nur 10. Aleix Espargaro mit seiner Suzuki nur 11. Hm. Alvaro Bautista 17. Können wir noch erwähnen. Bart 19. Karl Crutchlow nur 18. Dieter Rabat hier. Loris Bass letzter mit seiner Ducati. Eieiei. Na gut. Wie schaut's hier aus? 8. Platz, das haben wir gesagt, ja. Aleix Espargaro mit seiner Suzuki wird schwierig, aber zumindest P9 möchte ich mindestens behalten vor Petrucci. Paul Espargaro natürlich mit seiner, dass der so weit hinten ist, wundert mich auch, vor allem hinter Petrucci hier in der Gesamtwertung. Paul Espargaro, so ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Aber gut. Bradley Smith, ja. 84 Punkte nur. Bartl hat 7 Punkte. Das war gut, genau. Bautista noch 0. Also in der Gesamtwertung Bartl hier auf der 18. Das hat er gut gemacht. Mal schauen, ob er noch irgendwo überraschen kann. Ja, das kann nur bei einem generellen... Ja, bei so einer Strecke, wo so rausfahren und Stürze gibt vielleicht. Ich weiß nicht, ob's die jetzt hier noch gibt. Kann ich jetzt schwer sagen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. So, wunderbar. Dann schauen wir noch kurz, wo es als nächstes hingeht. Und auch hier, so wie bei Wildlands, können Sie mir noch mal kurz schreiben, ob das mit der Facecam okay ist oder ob man es lieber wieder weglassen soll hier beim MotoGP. Mein Headset muss ich noch ein bisschen anders flicken. Das mit dem gelben Isolierband, was mir da gebrochen ist, ist auch nicht die optimale Lösung, wenn ich hier schon im Bild bin. Aber gut, im Endeffekt ist auch egal. Aber ich kann es mit schwarzen abisolieren, dann sieht man es nicht so dramatisch. Leider ist da der Bügel gebrochen. Naja, egal. Wir kaufen wir einfach nochmal ein neues. Schauen wir mal zum Kalender hier. Es geht nicht nach Misano, das ist das VR46 Rider Akademie. Driftrennen. Weiter geht's. Ja, schon mit dem letzten Rennen in Valencia, so schnell kann's gehen. Ja, vielleicht... Ja, ein Livestream wäre schon geil auch, oder? Valencia, das letzte Rennen. Das Ganze vielleicht noch irgendwie auf 100% oder so. Ja, wenn es sich irgendwie ausgeht. Wenn nicht, kommt dann wieder ein Bart. Ich hoffe, ich schaffe es dann wenigstens auf 50%, falls die Zeit irgendwie knapp sein sollte. Lasst euch überraschen, ob wir es irgendwie hinkriegen mit einem Livestream endlich einmal. Ich würde es mir wünschen.
Gut, dann sehen wir uns in Valencia, entweder im Livestream oder im letzten Part hier mit unserer Aprilia. Und dann werden wir schauen, da werden wir höchstwahrscheinlich zu Karl Crutchlow wechseln, glaube ich. Außer ich habe noch irgendwelche anderen Ideen vielleicht. Jo. Das war's. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zum Sagen. Und wir sehen uns in den Videos. Beziehungsweise in den Livestreams. Wer auch immer wo dabei ist. Jo, das war's. Danke und bis dann. Ciao, ciao.